So, heute Morgen habe ich die Honig warm geholt. Man kann sehen, dass die Bienenfluchten noch drin sind. Das will ich jetzt wieder in Ordnung bringen. Und dann möchte ich die Top-Behives abernten. Wahrscheinlich nur zwei, weil der Nachzügler, der hat ja nicht so viel. Und am Dienstag oder Mittwoch sind die auch die 24 Tage um, wo die Königin im Scalvini war. Und dann kommt sie ja wieder raus. Und vorher muss ja der Honig raus, wegen der Behandlung. Das wollte ich jetzt machen. Dann bis gleich. Full House. Heute sind sie nämlich auch nicht so am Fliegen. Die meisten Völker, die haben jetzt noch drei Zargen. Also die Brutraumzarge unten und noch zwei Honigraumzargen. Und die oberste Honigraumzarge habe ich heute geerntet. Und der erste Honigraum bleibt ja, wie ich schon mal erwähnt habe, als Winterfutter. Und wahrscheinlich muss ich dann halt den zweiten Honigraum noch ernten. Vielleicht kommt ja noch was. Schauen wir mal. Bienen sind ja noch genug da. Hier, das war eine meiner ersten Bienenfluchten, die ich mir gekauft habe. Da sind so Plastikzungen. Und die drücken die Bienen dann hoch und dann können sie durch. Und da muss man halt drauf achten, bevor man die benutzt, dass die leichtgängig sind. Also ich drehe das immer um dann, ob sie runterfallen. Jetzt sieht man zum Beispiel schon, dass die eine da hängt. Und die müssen halt immer schön sauber sein und kittfrei. Sonst funktioniert das nicht. Hier sieht man auch schön die Bienenmasse, die noch da ist, trotz Bannwarmverfahren. Weil der Knick kommt erst noch. Das Volk sitzt jetzt auch nur noch, also auf zwei Kisten, so wie sie dann auch im Winter gehen. Hier bei den runden Bienenfluchten, da habe ich mir so eine Klappe reingemacht, weil man die Böden auch als Zwischenablegerböden nehmen kann, zur Schwarmverhinderung oder dergleichen. Oder zur Not mal als Boden, wenn man noch einen Deckel hat oder was anderes zum drauflegen und eine Zarge übrig hat, kann man auch schnell mal einen Schwarm oder so einlogieren. Hier vorne, das kann man auch machen, finde ich ganz gut. Bei meiner anderen Bienenfluchten, da musste ich das selber reinschnitzen. Ja, jetzt geht es an die Honigernte der Topaz. Top-Bar-Hives. Dazu benutze ich einfach ein Messer, um die Waben klein zu schneiden. Und hier ein Honigeimer, 25 Kilo, müsste eigentlich reichen. Schauen wir mal. Dazu fange ich natürlich von hinten an, weil ja der Honigraum hinten ist. Also nicht am Flugloch. Ist ja klar. Ui. Schwer was los, wie es aussieht. Und alles verkittet. Dermaßen. Oh nee, da hängt eine Wabe dran. Ach ja, klar. So.
So, da hätten wir dann schon die erste Wabe. Die Bienen müssen natürlich ab. Das ist immer das Problem dann. Und ein bisschen Rauch brauche ich auch, glaube ich. Dann müssen wir gleich einen Deckel drauf machen hier, sonst kommen die alle wieder an. Gebe ich doch mal ein bisschen Rauch. Wie verdeckelte Brutwurm. Ich gehe kaputt. Hier ist eine Königin drin. Das finde ich ja mal witzig jetzt. Ja. Hier. Verdeckelte Brut. Da ist wohl was schief gelaufen. Weil ich habe ja hier hinten das Flugloch. Da wird das nichts mit der Honigernte, glaube ich. Jetzt kann ich mir was einfallen lassen. Dann bin ich mal gespannt, ob die im Skalvini-Käfig die Königin noch drin ist. Tja, alles volle Brut hier. Da habe ich wohl einen Bock geschossen. Es schlüpft sogar schon Brut, also ist die schon. Drei Wochen mindestens.
Aber ein schönes Brutnetz hat sie gemacht. Da ist sie. Schopsi. Gefangen. Ja, was machen wir denn jetzt hier? Das dauert ja noch mal. Mal gucken, was wir an Honig rausholen können. Vielleicht war sie ja gar nicht auf der anderen Seite vom Schied. Oh. Das haben sie aber gut. Gekittet. So wie es scheint, war sie nur auf der Seite. Also auf der, nicht auf der Honigraumseite, sondern nur auf der Fluglochseite da. Dann müssten das alles honigwarm sein hier. Was sehen wir jetzt? Jo, ist nur Honig. Ein Glück. Dann können wir wenigstens was ernten.
So, tja, wir haben eine zweite Königin hier drin. Da liegt sie. Jetzt muss ich mal gucken, ob die Königin noch im Scalvini ist. Jo, Königin ist noch drin. Also hat man hier quasi ein Zwei-Königin-Volk. Durch ein Absperrgitter getrennt. Absperrgitter mache ich jetzt raus. Wenn ich es rauskriege. Das kommt in den Sonnenwachsschmelzer. Tja, wie stellen wir denn jetzt hier die Brutfreiheit her? Ich kann die doch noch nicht noch 3 Wochen da drin lernen. Da muss ich mal drüber schlafen. Und da ich ja neugierig bin, gucke ich jetzt hier ins andere Topper-Hive auch mal hinten in das Abteil. Vielleicht haben wir ja noch eine Königin hier. Also auf der letzten Wabe ist schon mal keine Brut. So, jetzt kommen wir hier an die Wabe, die da so schräg gebaut wurde. Das muss natürlich raus. Jo, das war eine Überraschung hier mit der Königin, mit der zweiten im Topper-Hive. Da habe ich jetzt nicht mitgerechnet, aber die war wirklich nur vorne in dem Bereich hier am Flugloch
obwohl die ja hinten, also unter dem Sheet durch hätte können und mir alles vollbrüten, also bestiften können im Honigraum. So konnte ich wenigstens noch einen guten Eimer ernten. Ich zeig das mal hier. So sieht das aus. Da ist die Ernte und eine Biene auch noch. Gut. Dann danke fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.